Willkommen in der Mudokwan-Schule. Mein Name ist Dr. Norbert Mosch und ich möchte Sie recht herzlich als neues Mitglied bei uns begrüßen. Sie haben sich für einen bestimmten Kampfstil aus unserem Programm entschieden und auf dieser Kassette möchten wir Sie über unsere Trainingsangebote informieren. Ich bin sicher, dass einige Fragen, die Sie vielleicht jetzt noch haben, danach geklärt sein werden. Wenn Sie dennoch weitere Fragen zum Trainingsprogramm haben, dann stehe ich Ihnen sehr gerne persönlich auch zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Vergnügen. Chaiotsugi, Achtung, Stellung. Chunbisogi, bereit, Stellung. Chuchumsogi, seitwärts, Stellung. Momtong Chirugi, Mittelfauststoß. Arme werden eng am Körper geführt. Beide Fäuste werden zum Schluss gedreht. Gleichzeitige Bewegung. Abkubi. Lange Vorwärtsstellung. Hinteres Bein gestreckt, vorderes Bein gebeugt. Gewicht vorne. Absogi, kurze Vorwärtsstellung. Aufrechte Stellung, beide Knie leicht gebeugt. Aremaki, Tiefblock. Beide Arme bewegen sich gegengleich, eingeleitet von einer Hüftdrehung. Beide Arme sind gekreuzt, der blockende Arm liegt über dem anderen Arm. Olgulmaki, Hochblock. Arme kreuzen, Gegenzug, einleitete Bewegung aus der Hüfte. Momtong Anmaki, Mittelblock von außen nach innen. Ausholen von rückwärts, gleichzeitiges Zurückziehen der anderen Hand. Dütkubi, Rückwärtsstellung. Fersen sind auf einer Linie, Gewicht vorwiegend rückwärts, vorderer Fuß schaut nach vorne, Knie sind gebeugt. Abchagi, Vorwärtsfußstoß. Fußtritt mit dem Fußballen, aufgestellte Zehen, Schnappen aus dem Knie. Tolyojagi, Halbkreisfußstoß. Jagi wird in der Grundform ebenfalls mit dem Fußballen geschlagen.
Jobchagi, seitwärts Fußstoß. Jobchagi trifft mit Ferse oder Fußkante. Hüfte ist ganz durchgestreckt. Absogi Aremaki. Absogi Momtong Pandechirogi. Absogi Aremaki. Absogi Momtong Pandechirogi. Abkubi Aremaki Momtong Parochirogi. Absogi Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi Momtong Parochirogi. Absogi Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi Momtong Parochirogi. Abkubi Aremaki Momtong Parochirogi. Absogi Olgulmaki. Abchagi Absogi Momtong Pandechirogi. Absogi Olgulmaki. Abchagi Absogi Momtong Pandechirogi. Aremaki. Abkubi Momtong Pandechirogi. Absogi Aremaki. Abkubi Momtong Pandechirogi. Absogi Aremaki. Abkubi Momtong Pandechirogi. Absogi Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi Aremaki. Abchagi, Abkubi, Olgul Pandechirogi. Absogi, Aremaki. Abchagi, Abkubi, Olgul Pandechirogi. Absogi, Olgulmaki. Absogi, Olgulmaki. Absogi, Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi, Pakat Palmok Momtong Anmaki. Absogi Aremaki. Abchagi Absogi Momtong Pandechirogi. Abchagi Absogi Momtong Pandechirogi. Abchagi Absogi Momtong Pandechirogi.
Kä heißt Fuß, Kwon die Faust und Do der Weg. Taekwondo, die Methode des Fuß- und Faustkampfes. Der österreichische Taekwondo-Verband besteht seit über 25 Jahren in Österreich. Und besonders in den letzten Jahren ist doch eine Aufwärtsentwicklung eingetreten. Dieses Demonstrationsteam ist auf einer Europatournee und besucht mehrere Länder. Und wir haben die Gelegenheit ausgenutzt, um auch in Wien hier eine Vorführung zu machen. Ja, Taekwondo besteht aus mehreren Teilbereichen. Kunze ist also nur die Form, die einen Teilbereich darstellt. Am wichtigsten momentan ist der Wettkampfsport an und für sich, weil er Vollkontaktsport ist, mit diverser Schutzausrüstung und sich unterscheidet von den Grundtechniken, die eigentlich im normalen Training geübt werden. Ist das ein Sport für Österreicher? Er verlangt viel Disziplin, Training, Ausdauer. Ich glaube, wenn man andere Sportarten ansieht, wie gerade Beispiel den Skilauf, wo man ja auch dementsprechend trainieren muss, dann sehe ich keinen Grund, warum nicht auch Österreicher in dieser Sportart etwas erreichen können, sofern sie eben entsprechendes Training absolvieren und sich entsprechend einsetzen. Das südkoreanische Demonstrationsnationalteam begeistert im Mudo Kwan, der Halle der Kampfkünste in Wien, mit ihren perfekten Stoßbein- und Schlagtechniken. Besonders attraktiv sind die Bruchtests. Ein erfolgreicher High-Kick auf eine Holzplatte von Park Jong-byung. In Zeitlupe zu sehen, ein Drehkick mit Absprung von Jo Zheng-jin. Der Schlag nach oben mit beiden Beinen gelingt Choi Kwang-kyung nicht nach Wunsch. Auch der zweite Versuch in Zeitlupe glückt nicht. Zhang Won trifft den Apfel. Und auch Zhang Zhou-xin ist erfolgreich. Die gleiche Technik noch einmal zu sehen. Pio Rang-Soon, jetzt mit einem Überschlagkick auf zwei Holzplatten. Zuerst im Normalgang und dann in Zeitlupe. Die Elite-Kämpfer aus Seoul, großteils Weltmeister, steigern sich. Lee Jong-kwan mit einem Dreifachschlag in einer Höhe. Das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Einer der Höhepunkte, der Faustrückenschlag von Weltmeister Bie Bien-kyun. Der Bruchtest an und für sich ist ein Gradmesser für meine Technik. Das ist ein Zeichen, wo das sichtbar wird, dass ich meine Kraft, meine Energie, die ich aufwenden kann, auf einen Punkt konzentrieren kann. Sinn der Sache ist nicht, das Brett zu zerbrechen, sondern eine Konzentration meiner Kraft auf einen Punkt und ein Ausdruck meiner Technik. Der Normalverbraucher würde sagen, man schlägt sich an, man tut sich weh. Ja, nur dann, wenn es nicht funktioniert. Wenn man sich richtig konzentriert und die Sache klappt, dann spürt man also auch kaum etwas dabei. Ein besonders schwieriger Bruchtest ist der Dreifachkick in verschiedenen Ebenen, gezeigt vom Coach der Mannschaft, Weltmeister Lee Kyung-hyung. Diese Spitzentechnik, weil es so schön war, noch einmal in Zeitlupe. Zum Abschluss eine sogenannte Pumse, das ist der Kampf ohne Gegner.
Verschiedene Techniken werden in einem bestimmten Ablauf gezeigt. Taekwondo, auch ein Sport für Sie? Yeah.
Wing Chun Kung Fu ist eine praktische chinesische Kampfkunst, die wegen ihrer ökonomischen Prinzipien und durchdachten Methodik immer mehr an Popularität gewinnt. Anwendbarkeit und Einfachheit der Bewegung hat oberste Priorität. Angriff gilt als beste Verteidigung. Abwehr und Konter werden in Simultanbewegungen trainiert und mit Kettentechniken verbunden. In Wing Chun gibt es drei Formen, welche das gesamte technische Repertoire des Stils beinhalten. Spezielles Augenmerk wird auf die erste Form, Xiu Lin Tao, die kleine Idee-Form, gelegt. Sie enthält die wichtigsten Handtechniken, entwickelt den Stand sowie ein Gefühl für den Schwerpunkt in der Mitte und eine gleichmäßige Spannung in den beiden Armen. Qualität wird zur Frage der Präzision. This is
Die zweite Form, Jump-Q, suchende Arme, beinhaltet Steps, Kicks, Wendungen mit Armkoordination und enthält das Rüstzeug für die Verteidigung in Bewegung. Neben dem Erlernen der Formen wird ein entsprechendes Koordinationstraining für Gleichzeitigkeiten mit Wendungen, Steps und Kettenfaustschlüssen erlernt, erst ohne, später mit Partner. Ein spezielles Reaktions- und Timing-Training, welches sowohl Koordination und Distanzgefühl trainiert, ist die Seele des Wing Chun-Systems. Die Chinesen nennen es Qi Sao, gebende Hände. Das ultimative Ziel dieser Übung ist es, sich von technischen Fesseln zu befreien, die Intuition zu schulen und gefühlsmäßig richtig zu reagieren. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es allerdings erforderlich, erst in improvisierten Patterns zu üben, sodass man auf einen Angriff unterschiedlich und daher schwer kalkulierbar reagieren kann. Das Reizvolle an diesen Übungen ist, dass sie sich gegenseitig in der Wirkung aufheben können und daher im fortgeschrittenen Stadium ein Kampfspiel mit schnellen Wechseln entsteht. Meister üben sogar mit verbundenen Augen und können daher nur mehr taktil agieren. Thank you.
An der Wing Chun Holzgruppe werden eine Reihe von Koordinationsübungen trainiert, die primär die Präzision der Technik schärfen. Außerdem wird an der Puppe eine spezielle Form für Fortgeschrittene unterrichtet. Neben dem Wandsack und dem Sandsack gilt der Langstock als probates Mittel, um die Schlagkraft zu entwickeln, welche man im Wing Chun speziell aus kurzen Distanzen benötigt. Wing Chun ist ein facettenreiches, unendlich kombinierbares System. Wer sich für das Wong Chun Long System, so wie es Dietmar Christel von seinem Lehrer Philipp Bayer erlernt hat, interessiert, möge sich mit ihm in Verbindung setzen.
Thank you.